Eine Situation, die ich das erste Mal in meinem Leben so hatte, weil bisher wir immer relativ sanft die Übergänge hatten. Nur habe ich auch gespürt, dass wir an dem Punkt angekommen sind, wo das Feld eigentlich geebnet ist, um den nächsten Schritt zu machen. Ich bin Toni Finsterbusch. Ja, da musste halt dann die schwere Entscheidung treffen. Halt. Ja, und dadurch ist halt der Pax reingekommen. Halt. Der definitiv war klar, dass er schnell ist und einen, ich sag mal, vorne mit reinfahren wird. Mein Name ist Patrick Hobelsberger. Viele haben dann das Ende der Rennsportfamilie herbei beschworen. Und ich habe dann eigentlich nur gesagt, die Familie ist ja noch da. Vater und Mutter, Brüder und Schwestern sitzen noch am Tisch. Nur die Söhne haben gewechselt. Von daher ist die Familie intakt. Wir haben neues, frisches Blut hinzubekommen. Ich bin Jan Olejenich, fahre IDM Superbike, Backyard 56. Ja, das Teammeeting in Altenberg. Viele haben ihre neuen Mechaniker, ihre Crewchiefs das erste Mal gesehen und kennengelernt. Und ich wusste, dass ich an dem Tag noch nicht alle Vorurteile oder alle Bedenken ausräumen kann. Es war eine gute Basis und das gilt jetzt mit Leben zu füllen, so wie in jeder Familie, die größer wird und die wächst. Ja, wir wussten ja, dass ein Patrick Hobelsberger aus seiner Saisonvorbereitung in Spanien in einer sehr guten Form zu uns kommt. Die Fragezeichen waren eigentlich damals noch nach der Verletzung von Toni in Schleiz. Wie wird sein aktueller Fitness- und Gesundheitszustand sein und welchen Einfluss wird das auf seine Performance haben? Wenn ich jetzt hier hocke, denken halt darüber nach, halt, was in der Karriere schon passiert ist und speziell der Sturz. Aber sobald ich das Visier runterklappe, sind die Gedanken halt eigentlich echt verflogen. Und dass es jetzt der Speed wieder so da ist, hätte ich jetzt vielleicht auch nicht damit gerechnet, aber dass ich schnell fahren kann, das weiß ich. Und für Jan Olejenich war es das erste Zusammentreffen mit dem Superbike. Von da aus hatten wir vor dem Test viele Fragezeichen, die sich dann aber in einer genialen Performance von Toni und von Pax widerspiegelten, auf dem gleichen Niveau, wo ich wusste, dass wir dann in Richtung Saisonziele, nämlich Podium, auf dem richtigen Weg sind. Und wir haben einen sehr schnell lernenden Jan Olejenich erlebt. Der Vortest in Most, so kurz vorm Sachsenring, wir sind da direkt von dort aus weitergefahren, den brauchten wir nochmal, weil dort waren die Motorräder das erste Mal in der Konfiguration, wie sie auch dann zum ersten Meisterschaftslauf fahren sollten. Und das Interessante war, dass auch dieser Rollout ohne jegliche technische Probleme oder irgendwelche Schwierigkeiten verlief. Und wir eigentlich mit diesem Rückenwind von Most, mit der Sicherheit, dass die Technik steht, gut zum Sachsenring fahren konnten. Bei mir kribbelt's. Wo könnte die IDM besser starten als auf der Kultstrecke in Deutschland schlechthin, dem Sachsenring? Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn man die 2 Jahre vorher betrachtet und die Möglichkeiten, die das Team hat, plus die Erfahrungen aus den Tests, habe ich mir ein Podium für Sachsenring gewünscht. Patrick Hobelsberger ist ebenso einer, der umgestiegen ist vom 600 Kubikzentimeter Motorrad. Du kommst ja aus einer schweren Verletzung. Wie fit bist du? Bei 100% schon? Ja, also eigentlich würde ich sagen 100%. Mal gucken, ob das Bein wieder so wird, wie es früher mal war. Aber ja, der Rest beim Fahren stürzt mich nicht. Aber auf Rampage ist eigentlich so mein Ding, also schauen wir mal, was wir machen, ja. Ordentlicher Slide bei Hannes Sommer und jetzt kommt der Anlauf den Wasserfall runter. Ja, er versucht's und jetzt innen auf der Bremse. Hannes Sommer gegen Patrick Hobelsberger. Wenn er jetzt die Linie halten kann, dann wird das Platz 2. Was für ein Manöver von Hannes Sommer. Der ist durch. Kontert Hobelsberger. Ja, da gibt's die Berührung. Er kontert. Patrick Hobelsberger. Die Gerd-Jungs haben eine super Basis da hingestellt, die haben das Weltklasse gemacht. Dann Nummer 52 vom Gerd 56 Racing Team aus Deutschland, Patrick Hobelsberger! Dass er so zurückkommt und am ersten Rennen gleich ein Ergebnis setzt, das war für ihn eine große Genugtuung. Für mich natürlich auch als erstes Anzeichen auf dem richtigen Weg zu sein. Genauso habe ich an Ole gesagt, such dir eine Komfortzone im Feld, in der du dich wohlfühlst, ja, und schau, um wen du um dich hast, gestalte dann dein Rennen. Dass er zweimal P9 fährt und dieses Top-10-Ergebnis gleich beim ersten Rennen bringt, das hat mich genauso glücklich gemacht. Also ich nehme das Podium, ich nehme die positive Entwicklung eines Toni Finsterbusch und ich nehme dieses stabile Ergebnis eines Jan Olejenich als sehr positiven Saisonauftakt mit. Naja, Oschersleben
Ich sage zuallererst, eigentlich immer ist unser Motorsport-Wohnzimmer. Es gibt wohl wahrscheinlich keine Rennstrecke, wo wir so viel gefahren sind in der Langstreckenweltmeisterschaft. Das war in unserer ersten Strecke, wo wir überhaupt waren. Allerdings ist auch das Leben dieser Handling-Kurs und der Bürde mit seinen schnellen Richtungswechseln nie unbedingt BMW-Land. Und so war es dann für uns auch ein relativ schwieriges Wochenende. Also gut, zum einen, dass es für mich auf dem Superbike eine neue Strecke war. Ich denke mal auch größtenteils auf die Unerfahrenheit einfach. Noch. Ich meine, gut, Sachsenring davor kannte ich ziemlich gut. Wir waren dort auch testen. Ja, das war einfach so ein bisschen, es war halt auch ein schwieriges Wochenende für mich. Und so ist es, dass ich die Menschen und die Strecke liebe. Unser Motorrad, dem müssen wir da erstmal Manieren beibringen. Was wir dann aber im ersten Rennen so gut managen konnten, dass wir durch das Reverse-Grid die Frontrow hatten. Und Toni zweimal in Podiumsnähe war mit P4, also es gab viele Punkte. Ja, ich habe ja so eine Marotte, dass ich nie mit in die Startaufstellung gehe. Das ist noch aus der Langstrecken-WM, weil es ist die Zeit der Fahrer und Mechaniker. Und so nehme ich mir eine Cola und setze mich dann vor den Bildschirm und schaue mir die Startinterviews an. Ja, und unser Freund Dani Peretsch hat dann irgendwann Pax gefunden und ihm das Mikrofon unter die Nase gehalten. Paxle, wie geht's? Alles gut soweit. Und nachdem Pax dann erklärt hatte, dass er die Aussicht genießt, weil niemand vor ihm steht. Geiler Ausblick. Welcher denn? Na, nach vorne ist nichts los. Außer der Toni. Fragt ihn dann Perry auch, was er jetzt im Rennen vorhat. Tja. Und was ist das Ziel? Full Send auf alle Fälle, ja. Full Send? Ja, mal richtig auf die Kacke hauen. Also mir ist fast die Cola-Dose aus der Hand gefallen, weil ich dachte, na endlich haben wir wieder einen Grund, Pax mit einer großen Fresse und einer großen Schnauze wieder zu beschimpfen. Ich finde es gut, wenn man seinen emotionenfreien Lauf lässt. Ich mag diese gebügelten Interviews nicht, ich will mein Bestes geben oder ich will das und das, sondern wenn ihr die Jungs interviewt, akzeptiert bitte auch, dass sie ihre Gefühle zeigen. Es war in dem Moment Pax sein Gefühl und dass er euch auf die Kacke hauen kann, das hat der Club allen gezeigt. Superbike Rennen Nummer 2 in Most. Los geht's und gut weggekommen Toni Finsterbusch und auch Ilja Mikhail. Riesenstart ist schon mindestens Seite an Seite, aber Florian Alt innen rein und Platz Nummer 1. Florian und Sturz. Es ist langsam fahren, ist ja keine Option. Das heißt, ein Sturz, ein Rutscher kann immer passieren. Aus eigenen Verschulden. Ein Missverständnis, ein Rennunfall. Alle wollen das beste Ergebnis erzielen. Das akzeptieren wir. Wir akzeptieren auch einen Fehler von anderen. Der Startunfall im zweiten Rennen kann passieren. Das Entscheidende ist, wenn jemand einen Fehler macht, dann muss die Rennleitung auch im Interesse der Sicherheit der Fahrer das Reglement, was zur Verfügung steht, ausnutzen. Also muss man den Schikane abgeräumt, ist halt schon sehr frustrierend gewesen. Ich hatte dann erste Reihe halt mega Start und vorne als erster angebremst, hat mein Bremspunkt also richtig gut gewählt, dass ich einen Scheitel treffe. Dann ist der Flo halt an mir vorbeigeschossen halt. Toni im Vorderrad berührt, jetzt sehen wir es nochmal. Alt kommt von innen rein mit richtig Überschuss. Der 2 Meter weit gegangen ist, wollte dann halt hinter ihm rein. Dann kam halt noch der Mercado und hat mich halt voll abgeräumt. Toni Rechner gar nicht mit, hat keine Chance, denn von innen auch die Cover von Mercado. Das war dann halt alles in der ersten Kurve schon erledigt. Da ist man dann schon frustriert und wenn ich sage, dass man an sich zweifelt, aber man fragt sich halt, warum immer ich, als hätte ich so einen Faden gerollt hinten drauf. Und völlig unschuldig Toni Finsterbusch von P2 nach Superstart im Kies. Bitter, bitter, bitter. Ich bin froh, dass Toni nicht allzu viel passiert ist. Den wirtschaftlichen Schaden hat man, 0 Punkte hat man. Was noch vielleicht eine Anekdote am Rande ist, dass Pax im zweiten Rennen mit einem technischen Defekt doch sein ganzes Können auspacken musste, um diesen P5 zu verteidigen. Er musste auch eine etwas härtere Gangart gehen gegenüber seinem Freund Leonov. Und das hat die Rennleitung wiederum gesehen und mit einer Verwarnung versehen. So sind wir eigentlich in Most wiederum ohne Podium weggefahren. Und für mich war es dann eine logische Schlussfolgerung, von der IDM zu fordern, dass in Schleiz dann der Rennleiter auch ein Meeting in Präsenz mit den Fahrern nochmal abhält, um allen das ins Bewusstsein zu rufen, wie schön unser Sport ist, aber wie gefährlich er auch ist.
uns ist Partnerschaft keine Einbahnstraße. Und so haben wir die Einladung von BMW Motorrad zum 100-jährigen Geburtstag von BMW Motorrad zum Spreewaldring sehr gerne angenommen, obwohl es mitten in der Saison ist. Im Rahmen dort auch der Motor Racing School, die dort als Veranstalter tätig war, haben wir dort die Möglichkeit gehabt, die neuen Modelle auf der Rennstrecke den Kunden und den Besuchern zu zeigen. Auf der anderen Seite konnten wir den Teilnehmern mit den Rennfahrern auch in der Instruktion zeigen, wie man so ein Motorrad artgerecht bewegt. Und für uns ist das immer die Möglichkeit, A, dem Hause BMW Motorrad zu zeigen, wie wir zur Marke und zu unserem Sportgerät stehen. Auf der anderen Seite ist es auch wunderbar, mal mit den Leuten in Kontakt zu kommen und ein Feedback zu bekommen für das, was wir tun, für das, wie sie zum Motorradfahren stehen. Sind wir mal ganz ehrlich, Spaß macht so ein Termin auch immer. Dass Mike Sommer da war, über den Besuch haben wir uns sehr gefreut, denn es ist, glaube ich, wie mit allen Sachen im Leben, Wertschätzung ist ein hohes Gut. In dem Sinne haben wir dort ein paar gute Tage verlebt und waren Teil dieser großen 100-Jahre-Party von BMW Motorrad. Renntage sind Feiertage. 100 Jahre Schleuzer Dreieck, ist das normal? Da oben die Tribünen sind pickepacke voll, auf dem Campingplatz geht gar nichts mehr. Ja, Schleiz, die Naturrennstrecke in Thüringen. Dies Jahr was ganz Besonderes, 100 Jahre Schleiz. Ich war als Kind schon dort, als Zuschauer mit meinem Vater und bin jetzt als Aktiver dort. Und das löst immer was bei dir aus. Es ist für die Fans das Highlight des Jahres. Für uns als Aktive ist es so ein bisschen eine Reise zurück in den Hobby-Rennsport. Wir schrauben im Zelt, wir haben beide Wege. Mal hast du kein Wasser, mal fällt der Strom aus. Dementsprechend auch die Geschichte mit Toni in diesem Jahr. Im letzten Jahr hatte er diesen schweren Unfall in der Senke gehabt mit einem Beckenbruch. Und jetzt die Entscheidung, wer wird Dritter? Hier ist Julian Puffe alleine unterwegs. Die werden sich ja wohl nicht rausgeräumt haben da. Da scheinen Finsterbusch und Mord zu fehlen auf den letzten Metern. Schleiz war schon sehr emotional. Also es ging halt los, also ich kann mich noch genau erinnern. Am Montag wie immer mein Training gemacht, Dienstag bin ich schon eine gemütliche Runde bei mir um den See gefahren und da kamen halt die ganzen Gedanken, ich sag mal, vom letzten Jahr durch, die ganze Quälerei danach, was halt keiner sieht. Das ist da 7 Wochen halt quasi eigentlich mit einem gesunden Gliedmaßen, also meiner linken Hand, die zwar auch einige Abschürfungen hatte und wo ich halt noch nach wie vor noch Narben habe. Der Rest war halt einfach kaputt, also rechte Hand in Schienen, rechter Fuß halt gebrochen, links Becken kaputt. Ich sag mal, da kam das Normales hoch und ich wusste halt auch nicht, wie ein Schleiz ist. Ich habe zum Carsten gesagt, kann er nicht sagen, vielleicht fahre ich nur eine Runde, fahre einmal die Senke hoch und sage, das war's, will ich nicht fahren, ich kann ihn nicht fahren. Also das war so eine richtige Blackbox. Dann war es wieder so, Visier zugemacht und rausgefahren. Erste Runde war emotional halt, habe nochmal genau an die Stelle geguckt halt, wo ich dann eigentlich gelegen hatte und ja, bin dann aber trotzdem relativ gut auf Zeiten gekommen, konnte es gut ausblenden. Wie stark muss man mental eigentlich sein? Aber was ist da jetzt wieder bei Sommer? Super weit, ich glaube das nicht. Rutscht von der Strecke auf die 3 oder auf die 4 sogar zurück. Und Finsterbusch auf der 2. Wir haben noch 3 Runden zu gehen. Reicht das noch für den fliegenden Esten, um die Lücke zuzufahren zu Toni Finsterbusch? Ich sehe an deinem skeptischen Blick, Tommy, du gehst nicht davon aus und ich ehrlich gesagt auch nicht. Nein, da ist Toni jetzt auch zu clever. Dass man an der Stelle fast auf den Tag genau ein Jahr später aufs Podium zurückkehrt. Es wird ein Podium für Toni Finsterbusch ein Jahr nach dem Unfall in der Senf. Toni Finsterbusch auf der 2. Das ist Schleiz. Das Siegerinterview von Toni in Schleiz war sicher einer der emotionalsten Momente. Ja, auf jeden Fall. Letztes Jahr um die Zeit lag ich unten in der Senf. Und jetzt als Zweiter auf dem Podest zu stehen, ist einfach, damit hat die harte Arbeit zurückzukommen, einfach nur gelohnt. Für den Zweitplatzierten Toni Finsterbusch. Wir hatten in Schleiz das erste Mal Peter Sebastian, einen ehemaligen MotoGP-Piloten aus Ungarn mit dabei, der bei uns als Riding-Coach auf einer Strecke, wo wir wenig trainieren könnten, uns unterstützen sollten. Das Ergebnis hat mich begeistert. Und die Schritte, die wir nach vorn machen konnten, fahrerisch an dem Wochenende, ohne in Schleiz trainiert zu haben, das war beeindruckend. Jannik, Podium-Premiere für die 14. Der ist unglaublich, was der hier zeigt. Gerade Jan-Uli Jänisch bei seinem Heimrennen. Mich war erstaunt, dass er dem Druck standgehalten hat. Es war sein Heimrennen mit den Fans. Ich war erstaunt, dass er dem medialen Interesse standgehalten hat. Und er hat den nächsten Schritt nach vorne gemacht. Dort ist und ist dort das erste Mal die Top 5 gefahren. Für den Moment bleibt es auf jeden Fall bei einer vorzüglichen Vorstellung für die GERD 56 BMW mit den Plätzen 3, 4 und 7 im Moment bei Patrick Hobelsberger. Interessant war dann bei der Auswertung zum Beispiel, dass man Jan Ole als Kopierer zum Beispiel identifiziert hat.
Das heißt, Jan Ole hilft es, wenn ein schneller Fahrer ihn zieht. Er kann die Linie kopieren, er kann sie reproduzieren und er kann sie, nachdem das Zugpferd weg ist, jederzeit wieder fahren. Jenich war richtig nah dran an Finsterbusch, ja, aber wie jetzt schon so oft gesehen, ne, das ist nicht gut, wenn man am Rausfahren, der Kurbach-Schicker, der macht das klasse, alt erstmal vorbei an Jenich, aber der versucht den Konter. Aber Jenich, mein lieber Mann, ist noch dran, guck mal, schert aus dem Windschatten auf Startziel, aber auch da Hut ab, so gegenzuhalten gegen den Meisterschaftsführenden. Aber der bleibt dran, Jan-Ole Jenich, nach wie vor. Ich musste wirklich erst mal gucken, was das genau für ein Platzkampf ist, weil ich es nicht glauben konnte, dass das wieder so eng wird auf Startziel. Schleiz ist für Pax immer ein schwieriges Thema, weil er dort auch keine Möglichkeit hat, seine Trainingskilometer abzuspulen. Er holt sich viel über die Trainings, seine Sicherheit, sein Selbstvertrauen. Wollen wir auch nicht vergessen, nicht das einfachste Wochenende für Pax bisher. Nein, das war ein sehr, sehr schweres Wochenende für ihn. Noch nie auf dieser Strecke gefahren mit dem Superbike. Da war es sicher auch nicht förderlich, dass er an beiden Rennen Feindberührungen hatte, teilweise abgeschossen wurde und sich von ganz hinten nach ganz vorne wieder durcharbeiten musste. Zogen hier ist es etwas enger, Tommy, in der zweiten Gruppe. Wow, da war aber mal eine schöne, harte Attacke gefahren von Bastian Mackels gegen Patrick Hobelsberger. Und er muss wieder durch den Notausgang, wie schon heute Morgen im ersten Rennen. Schade, wirklich sehr, sehr schade für Pax hier. Und ich habe ihn zu beiden Rennen gratuliert. Das Lob konnte er zwar noch schwer annehmen, er hat aber am Ende so verstanden, was ich wahrscheinlich damit meine. Nach so einem Negativerlebnis im Rennen, vom fast letzten Platz wieder nach vorne zu haben, mit einem dicken Hals das Ding nicht wegzuschmeißen, das heißt auch Entwicklung. Das ist ein Stück des Weges, die Jungfahrer gehen müssen und dafür kriegen sie den Beifall vom Teamchef und vom Team. Patrick Hobelsberger, für mich einer der stärksten Leistungen an dem Wochenende. Und für mich mit der gesunden Abreise die Basis für die weiteren Rennen. Interessant ist ja, dass es Menschen gibt, die ihren wirtschaftlichen Erfolg mit uns teilen, indem wir für ihre Marke, für ihr Branding werben dürfen, indem sie uns finanziell und materiell unterstützen in dem, was wir tun. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, dass auch jemand sagt, ich teile deine Leidenschaft. Und so ist es bei uns ganz oft so gewesen, dass aus unseren Sponsoren erst Partner geworden sind, und aus Partnern Freunde. Diese Dankbarkeit für diese Zeit, die wir miteinander verbringen, die Dankbarkeit für die Werte, die sie uns zur Verfügung stellen, die ist grenzenlos. Ja. Wir sind ein reines Privatteam, wir machen das nebenberuflich, wir gehen noch jeden Tag arbeiten und trotzdem schaffen wir es mit dieser Basis so weit vorne rumzuknallen. Da ist ein Technologieunternehmen wie E-Infra, die nicht nur, sag mal, finanziell uns unterstützen, sondern die auch die ganze EDV und Datenperipherie für unser Team stellen. Da ist eine Firma wie Julius Illenberger, gegen den wir noch im Hobbybereich damals Rennen gefahren sind, den ich als Rennfahrer kennengelernt habe und der heute einer unserer wichtigsten Partner ist und ganz wichtig ist auch für das Erscheinungsbild unseres Bikes mit seiner Carbonoptik. Da sind Leute wie Andreas Gerke von Hehl, der an den Rennwochenende da ist und mit seiner hydraulischen Kompetenz auch mal für die Sicherheit verantwortlich ist. Und so könnte ich das immer weiter fortführen an Leuten, die uns unterstützen. Dazu kommt noch, muss man sagen, dass wir uns auch was trauen. Rüdiger Kranz mit seinem Unternehmen Motortech SBV. Wir verwenden ein völlig innovatives Hydrauliksystem, Ventilsystem im Bereich Fahrwerk. Das sind Leute, die nicht aus finanziellem Interesse bei uns sind. Das sind Leute, die haben Bock, technisch sich weiterzuentwickeln, was auszuprobieren und damit erfolgreich zu sein. Also mein Dank an alle Unterstützer, an die Fans, an die Partner und Sponsoren, die meistens Freunde geworden sind. Ja, da sind wir am Red Bull Ring. Vorher ist aber nicht hier, keine Motorräder, keine Fahrer. Diesmal sind wir wieder da, alle Bikes da. Alle Fahrer gesund, sind einige von den Spitzenleuten nicht da. Trotzdem wissen wir, dass wir unser eigenes Rennen fahren sollen. Und ich denke mal, auch wenn es hier regnet und sich der österreichische Himmel von seiner traurigen Seite zeigt, wir sind eigentlich an der Range und uns macht das nicht so viel aus. Und jetzt noch ein Bierchen, noch ein gutes Gespräch, eine Zigarette und dann ist der Anreisetag rum. Eigentlich habe ich Bock schon wieder auf Rennen fahren.
Aktuell haben wir so, wie wir in der Konstellation fahren, noch keine Erfahrungswert im Regen. Wir sind bisher noch nie im Regen gefahren, diese Saison. Also ich bin ja in Le Mans schon mal gefahren mit dem Superbike, bei noch kälteren Bedingungen. Mal schauen, wie es jetzt mit dem Bike hier wird. Das sind eine ganz andere Reifen und Le Mans sind wir Dunlop gefahren. Und hier Pirelli, aber wird schon werden. Und der Regen. Das Interessante und Lustige war, alle haben morgens schlechte Laune gehabt, weil es geregnet hat. Alle hat es gestört. Ich fand es Bombe, weil endlich mal zwei Tage im Regen bei Heavy-Wettbedingungen trainieren, fahren, Daten sammeln, Fahrwerk abstimmen auf einer der sichersten und schönsten Rennstrecken der Welt. Warum nicht? Das Ding war eh bezahlt, die Rennstrecke, und wir sind eh dort gewesen. Also ich bin Ronny Schlieder, bin der technische Leiter im Team Gerd 56. Ich bin verantwortlich für die Aufbauten der Motorräder und für die Wartung der Motorräder. So ein tricky Wochenende wie im Red Bull Ring, wo man vom Halbnassen ins Nasse, vom Nassen ins Trockene die Bikes umbauen muss. Dann haben wir verschiedene Dinge, die wir da beachten müssen. Letztendlich kommt es auf die Übersetzung drauf an, indem wir Kettenrad oder Ritzel wechseln, indem wir dann andere Squatwinkel haben wollen, beziehungsweise brauchen wir andere Federn, um dem Fahrer mehr Gefühl zu geben. Wenn es nass ist, gehen wir eher weicher. Wenn es trocken ist, sind wir eher härter unterwegs, dass er ordentlich anbremsen kann, dass er ordentlich Grip aufbauen kann. Zusätzlich nutzen wir die Option von dem Pivot. Das ist unser Schwingdrehpunkt. Den können wir verstellen, und letztendlich kann man auch noch das Lenkkopflager ändern, den Lenkkopfwinkel sozusagen. Wir hier vor Ort haben ja alle Möglichkeiten, auch die Fahrwerke nochmal zu öffnen, zu verändern. Wir haben auch Messtechnik dabei, wir haben unseren Prüfstand mit dabei. Also es ist keine Kaffeesatzlesen, wir gehen schon sehr strukturiert an die Sache ran, ja. Bestmöglich zu referenzieren, was wir hatten, wo wir hinwollen und was es dann wirklich bringt, um dann die Möglichkeit, das auszuwerten und zu verbessern. Geht. Fürs Regen eigentlich gefühlt ist das ganz gut. Mal schauen. Hat nichts zu sagen. Ganz anders wie sonst. Ganz anders. Das ist nicht nur das erste Mal mit einem Superbike am Red Bull Ring, sondern auch das erste Mal mit einem Superbike im Regen. Das ist schon ein bisschen was anderes als im Trockenen. Das auf jeden Fall. So viel Masse hat, vor dem Gas anlegen, war die schon so. Ich bin klassisch Schikane rausgefahren, erste Runde. Gerob hat jetzt mein Lili da rum. Ja. Was ist hier los? Ja, auch. Vorhin raus wieder mein Hund und sagt, komm, fahre hoch. Da haben wir gedacht, ja, Patrick hatte für den Red Bull Ring eine hohe Erwartungshaltung. Es ist eine Strecke, wo er sehr viel trainiert hat. Wir waren mit der BMW im Trocknen perfekt aufgestellt, weil wir gerade auf der Bremse dort unsere Vorteile haben. Die Kiste schiebt auch den Berg richtig gut hoch. Dass die Bedingungen jetzt so waren, dass sie dem einen Fahrer mehr liegen wie dem anderen, das haben wir zu akzeptieren. Aber die virtuellen Podien, die waren bei Toni und bei Pax. Und die Punkte, die gab es natürlich auch für das Wochenende. Und so sind wir zwar ohne Pokal vom Red Bull Ring weggereist, aber wiederum sturzfrei, wiederum mit vielen Punkten und mit intakten Chancen, in der Meisterschaft weiter um dieses Podium zu kämpfen. Gerd 56 ist ein Wertegerüst. Eigentlich entstanden aus einer Freundestruppe, die um die Welt gezogen ist, um alle zu bügeln. Das war der Plan. Es ist so ein bisschen wie bei Ocean Eleven gewesen früher, wo wir die Truppe zusammengestellt haben. Wir sind rumgefahren zu unseren Freunden, haben gefragt, ob sie mitmachen bei dem Projekt, die anderen zu schlagen, Spaß zu haben, erfolgreich zu sein. Das trägt bis heute. Mit seinen Freunden seine Leidenschaft zu teilen. Es ist das größte Glück, eigentlich zwei Familien zu haben. Familie zu Hause, die es alles trägt und erträgt. Und die Rennsportfamilie, in der man das gestalten kann. Und für mich das größte Glück, in diesen beiden Familien glücklich zu sein. Ja, was soll ich dran denken, ist eigentlich ein super Team. Wir sind ja schon ein paar Jahre mit dabei, was richtig auch Spaß macht. Ja. Das, wie gesagt, das macht allgemein Spaß. Gerd 56 ist meine zweite Familie geworden. Gerd 56 ist ein sehr, sehr gutes Motorradrennteam, was versucht, mit wenig privaten Mitteln
ein hochprofessionelles Team auf die Beine zu stellen und dadurch im Rennsport erfolgreich zu sein. Es ist einfach eine geile Truppe. Es macht immer nur Spaß, die Leute zu treffen, wenn man in die Rennstrecke kommt. Es ist einfach schön, die wieder zu treffen. Also die Atmosphäre auf der Rennstrecke ist ja eine ganz besondere und im Team GERT 56 macht es natürlich besonders viel Spaß. Beste Freunde, super Truppe. Ja, GERT 56 ist für mich quasi die zweite Heimat. Viel Rennsport mit sehr viel Spaß verbunden. Ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber es ist ein sehr familiäres Team und ich bin gut aufgenommen worden. Was denke ich über GERT 56? Ja, ein korrekter, gut durchorganisierter Haufen, die versuchen bei ihrer Leidenschaft, die sie haben, steht ihr Bestes zu geben. Cooles Team, kann man schön arbeiten, immer Spaß. Allerdings kommt auch die Performance nicht zu kurz. Also ist auch Motorsport auf sehr hohem Niveau. Für mich ist GERT 56 die perfekte Kombination aus jeder weiß seine Aufgabe, geht strukturiert vor, es klappt, man erzielt wirklich gute Ergebnisse und der Spaß kommt aber nie zu kurz und auch abends kann man mal ein Bier trinken und hat eine geile Zeit einfach. Ja, geile Truppe sind's. Wir arbeiten nicht schon seit 14 Jahren mit der Bande zusammen. Also GERT 56 ist wie gute Freunde und enge Familie, nur ohne die schwarzen Schafe dazu. Du kommst nach langer Pause und fühlst dich gleich wie zu Hause. Rennsport mit Freunden auf einem ganz hohen Niveau. Naja, ich bin mit Freude dabei, weil eigentlich dieses Team ist für mich, glaube ich, im gesamten Fahrerlager so eins der lustigsten, der freundlichsten und engagiertesten Teams, weil es sind fast alle ehrenamtlich hier, geben alle tierisch viel Gas, machen, sind hier ernst dabei, haben am Abend aber auch gerne mal ein bisschen Spaß und können auch mal eine Flasche Bier trinken. Das macht Spaß. Was denke ich über die Jungs und Mädels, die hier rumwirken? Ich meine, man sieht es schon, der Flow, der hier abläuft. Jeder weiß, wo was ist. Alle arbeiten ineinander, Hand in Hand. Der Wahnsinn. Also hier ist wirklich Leidenschaft, Familie, Bock am Ganzen. Alles trifft aufeinander und das ist für mich, ich finde, der perfekte Mix, um ganz nach oben zu kommen, um richtig weit zu kommen, mit Biss und auf Augenhöhe. Ganz, ganz wichtig. Deswegen, ich bin super gerne hier zu Gast. Jetzt auch wieder hier im Brit dabei, darf den Schirm halten und ich liebe die Jungs und Mädels einfach wie die Pest. Ich bin jetzt in meinem zweiten vollen Jahr unter anderem für das Thema Motorsport in Deutschland verantwortlich oder zuständig. GERT 56, ich habe das gelesen bei uns und auch gehört und dachte mir immer, Mensch, was ist denn das? Was heißt denn das jetzt eigentlich? Ist das der GERT und der S56? Oder ich sehe es immer wieder, wenn ich zur IDM fahre, zu dir fahre, das ist wirklich ein Stück weit wie, ja, wie soll ich sagen, wie zur Familie. Und ich finde das ganz toll. Und GERT 56, ja, ein privates Team. Alles aus eigener Hand raus. Ihr habt alle euer Hobby zur Berufung gemacht. Und ich muss auch sagen, die letzten zwei Jahre, ich krieg's ja tatsächlich mit von Rennen zu Rennen. Sensationell und weiter so. Vollgas. Alles, soweit ich es kennenlernen durfte, nette Leute, so wie der Chef auch. Und ich bin froh, dass so viele davon rumfahren. Diese Harmonie im Team, die Organisation, das Aufgeräumte in eurem Team, diese ganze interne Zusammenarbeit, diese Ruhe, diese Ausstrahlung. Es ist für mich persönlich schon ein Vorzeigeteam. Über GERT 56 denke ich, dass das ein absolut geiles Team ist, was sich mit einer Art und Weise dem Sport widmet, wie ich das mit meinem Team auch tun möchte. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Ja, es ist immer sehr lustig, die Fahrer als auch das Team selbst. Und es sieht alles sehr professionell aus. In kurz zusammengefasst, es gibt die normale Ebene, es gibt die Mittelebene, es gibt die gute Ebene und dann gibt es die GERT 56 Ebene. Also GERT 56 ist, glaube ich, aus menschlicher Sicht viel, viel mehr als nur ein reines Rennteam. Herzlich willkommen zum Adrenalin-Kick-Zentrum aus Assen. Die Cathedral of Speed lädt ein wieder zu einem famosen, aufregenden IDM-Wochenende. Herzlich willkommen. Generell reisen wir nach Assen eigentlich immer mit gemischten Gefühlen, weil Assen war die letzten Jahre nie irgendwie gut zu uns. Aber was tut man? Man bereitet sich bestmöglich vor. Wir haben schon gemerkt am Freitag, wo wir dann das erste Mal mit frischen Reifen unterwegs waren, dass wir dem Bike eine Eigenart ausgetrieben hatten, die uns die ganze Saison beschäftigt hatte. Nämlich das Ausnutzen des frischen Reifens. Das konnten wir an dem Wochenende viel besser managen. Das Reifenmanagement über die Distanz hatten wir ganz gut im Griff. In Assen war es dann irgendwie so ein Wendepunkt in der Saison, wo wir das erste Mal das Gefühl hatten, aus eigener Kraft auch in die erste Startreihe fahren zu können. Und das sollte sich dann über das Rennwochenende fortsetzen.
Los geht's und wer kommt wie gut weg? Hannes Sommer aus der 2 sah am Anfang etwas unrund aus. Finsterbusch wird das wohl wieder machen. Jan-Ole Jänik, wie der sich steigert von Rennen zu Rennen, mischt er jetzt hier in der Alphilsval und Finsterbusch in Führung liegend. Es kann nicht wahr sein. Jetzt aber Hobelsberger, der ist in einem Move jetzt hier. Konter der BMW. Jo. Jungs, rechts und links nehmen die Cover. Jänik, Eden und Hobelsberger und der macht beide. Leck, mach die Leck, mio, ey. Wahnsinn, Patrick Hobelsberger, das gibt's überhaupt nicht, was hier los ist. Hobelsberger in einem Schlag auf die 2. J.O. nimmt richtig viel Schwung mit auf die Gerade. Jetzt geht's in die letzte Runde. Und der Angriff von J.O. von der 14 gegen Mercado, der lange dagegen, aber... Jawohl! Zugemacht von Jänik, kann er die Linie halten, kann er, guck mal, der fährt noch nicht mal aufs Bunte, sensationell, im Moment zu Beginn der letzten Runde, zweimal Gerd 56 BMW auf dem Podium. Das reicht für Jänik, das wird reichen für Jänik. Ich glaub es nicht. Ilja Michalczyk gewinnt Rennen 2 in Assen, Hobelsberger auf der 2 und Jan-Ole Jänik mit dem ersten IDM Superbike-Podium. Er macht ja seinen Meister auf Arbeit. Ich glaube, seine Gesellenprüfung hat er gerade abgelegt. Hobelsberger stark. Und Toni kommt immer wieder. Immer. Aber das ist der Tag vom J.O. Du bist mein Mann! Du bist mein Mann! Du bist dein Rennen! Ich spreche. Das ist dein Teamchef. Yes. Jan-Ole Jänik! Pat Hobelsberger! Mega happy. Also wenn das am Jahresanfang jemand gesagt hätte, hätte ich niemals geglaubt. Also wie wir angefangen haben, so wie es sich entwickelt hat, Wahnsinn. Also der Mann dahinter, einfach glücklich. Mega Respekt. Mega Respekt, was ihr zusammen geschafft habt heute. Also wirklich mega. Also ganz großes Kino, fett. Boah, es war ein ultra krasses Wochenende auf alle Fälle. Ich war letzte Woche mit Toni da beim Trainieren und habe mir fest vorgenommen, dass ich endlich mal wieder zeigen kann, dass ich guter Rennfahrer bin, weil am Red Bull Ring hat es nicht so funktioniert, wie es gehört. Steitz hat es nicht so funktioniert, wie es gehört. Most haben auch ein bisschen Pech gehabt, der Toni und ich. Und ich mache das hauptberuflich und muss mich jeden Tag ärgern, dass ich nicht am Wochenende das zeigen konnte. Was mich auch sehr genervt hat, muss man auch dazu sagen, der Ronny war auf eigene Kosten bei mir dabei am Red Bull Ring. Der KW hat uns Reifen gestellt und so. Und dann bringe ich keinen Sieg oder kein Podium oder sonst was her, sondern da kommt so ein Scheiß dabei raus. Da habe ich echt schon schlechtes Gewissen gehabt und habe mir jede Runde, jede einzelne Kurve vorgenommen, einfach aufs Podium zu fahren, die Jungs das einfach zurückzugeben, was die für Aufwand betreiben für mich. Der KW hat mir nach meiner gesundheitlichen Katastrophe dann letztes Jahr in der Weltmeisterschaft zu sich geholt, hat mir die Chance gegeben. Ich habe natürlich gleich Payback gegeben am Sachsenring, aber seitdem waren immer so Kleinigkeiten, die nicht ganz passt haben. Dann haben wir die Jungs zurückgegeben. Es war auf alle Fälle Weltklasse, waren harte Rennen. Der Toni tut mir ein bisschen leid, dass er gestürzt ist, weil er macht auch so viel, er trainiert auch so viel und ich freue mich ums Doppelpodium mit Joe. Also es war ein grandioses Wochenende und das zweite Rennen sowieso. So weit hinten am Anfang, habe einfach gesehen, dass so viel Abstand, die waren so weit weg. Boah, ich hätte nie gedacht, dass ich da hinkomme, aber irgendwie, ich habe nie aufgegeben und immer weiter gekämpft und ja, einfach bisschen und habe gezeigt, dass ich habe das gezeigt, was ich am Red Bull Ring nicht zeigen konnte, wegen ein paar Kleinigkeiten und kann jetzt endlich mal wieder ins Bett gehen und schlafen, so wie ich will und habe endlich mal wieder ein vernünftiges Gefühl und nicht, muss mir nicht so viel ärgern. Ja. Das ist viel wert. In Pax kann man unterstellen, dass er immer alles gibt. In Assen war er endlich wieder da, dass er den Lohn seiner Arbeit mit den 2 zweiten Plätzen spürbar in den Händen halten konnte. Unser erklärtes Ziel, Minimum P3. In der Gesamtwertung damit weiter am Leben gehalten hat. Eine grandiose Leistung,
mit einer hohen Rennintelligenz, mit dem Biss, den er eh in sich hat. Das Highlight der Saison und Assen und GO war emotional schon einer der schönsten Momente. Ich habe am Anfang des Interviews über Entwicklung gesprochen, dass mir Entwicklung Spaß macht, eine Karriere zu begleiten. Ich habe in Assen das erste Mal das Gefühl gehabt, dass er mich verstanden hat, auch was ich will. Wir haben in Assen alle das Gefühl gehabt, dass das Superbike jetzt seins war. Dieses erste Podium von Jan-Ole Jänich, das war nicht irgendwie geschenkt, weil jemand ausgefallen ist. Er hat dieses Podium unter anderem auch gegen Tati Mercado, einen ehemaligen Superbike-WM-Piloten, einfach herausgefahren. Das ist ein Weg, den wir alle gemeinsam gegangen sind. Und Toni Finsterbusch hat das Ding ja in Führung liegend dann in Lauf 2 weggefeuert, ist wieder draufgestiegen, hat wieder Punkte geholt, so wie es sich für einen Kämpfer gehört. Er hat das Ding dann, wo er es reinbrachte, großlos in der technischen Abnahme abgestellt und ist dann erstmal zum Podium gestürmt. Und obwohl er an dem Tag unterlegen war, hat er seinen zwei Jungs zum Erfolg gratuliert. Und für mich eins der Bilder, wo die drei Jungs vor der Tribüne stehen und sich dort ablichten lassen und ein Zeichen nach draußen, dass bei uns immer noch ein Teamsport ist. Ziel für Hockenheim? Das Gleiche, richtig senden. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Blockbuster Sunday der internationalen deutschen Meisterschaften hier aus Hockenheim. Traditionell das Finale, was jedes Jahr genau an dieser Wirkungsstätte ausgetragen wird. Ja, wir hatten ja unsere Fans und unsere Freunde zu Hause nochmal eingestimmt mit dem Trailer von Inbo Media, wo zum Schluss dann All-In nochmal kam. Das war genau das Gefühl, was in uns war. Alles war intakt. Die Chancen auf den ersten Saisonsieg, die Chancen auf Podien, die Chancen auf Gesamt P3. Es gab so selten ein Rennwochenende, wo wir das Gefühl hatten, jetzt ist Hockenheim, jetzt müssen wir die Saison vollenden. Du bist entspannt? Ja, vielleicht nicht ganz so, aber ich versuche es mir zumindest anmerken zu lassen. Ihr alle im GERD56-Team habt richtig nochmal zugelegt. Zwei weitere, zumindest mal rechnerische Meisterschaftsanwärter mit Patrick Hobelsberger und Hannes Sommer. Rennen 1 in Hockenheim, los geht's! Der hat was vor heute, genauso wie Toni Finsterbusch, muss jetzt aber Platz machen für Toni Finsterbusch. Unglaublich, der 56er. Hinter der roten Honda von unserem Titelfavoriten liegt Jan-Ole Jänich, die dritte GERD 56 BMW. Erst einmal Kompax geht an Michalczyk vorbei. Und jetzt Angriffsversuch von Finsterbusch hinten und geht wieder an Sommer vorbei. Achtung, Hobelsberger zu dritt nebeneinander. Klasse, und wie spät bremst der Pax? Das ist ja unglaublich. Oh. Rutscht weit raus, blockiert den Teamkollegen, kann aber außen mitziehen. Das ist der Klassiker hier in Hockenheim. Sommer außen, Hobelsberger innen rein. Finsterbusch geht innen rein und schnupft zumindest mal Sommer auf. Aber Hobelsberger hält die Spitze sensationell. Und Jänich leider raus. GERD 56, Doppelspitze. Aber Pax, ja, vertut sich oder lässt er ihn durch? Denn da hat er keinen Grund zu. Fehler bei Patrick Hobelsberger. Zwei Plätze sind weg. Toni Finsterbusch, sein erstes IDM-Podium hier in Hockenheim. Geile Fights dabei. Einmal mit Ilia und Parks halt, drei weit in der Mercedes Arena. Ich denke, es war ein bisschen Action für alle dabei. Platz 2 vom GERD56-Team, Toni Finsterbusch. Ich glaube, wenn Toni ohne Sturz und ohne technischen Defekt durchkommt, ist er immer ein Podiumskandidat. Das hat er die ganze Saison unter Beweis gestellt. Und er hat zu mir was Lustiges gesagt nach dem Podium in Hockenheim. Er sagte, Carsten, es tut mir leid, ich kann nur P2 und P4. Und da habe ich gesagt, da bleibt ja noch P1 und P3. Und somit ist für uns eigentlich für die neue Saison ganz klar, was anliegt. Die Freude über das Podium von Toni, die mischte sich natürlich in zwei Ereignisse nach Rennen 1. Diese Probleme bei Pax und dieses Wegrücken des Saisonziels und ein GO, der dort das erste Mal den kleinen Rutscher hatte, das hat diese drei Stunden zwischen Rennen 1 und 2 zu einer Ewigkeit werden lassen. Pax, bisschen Pech gehabt, du hattest eine Mega-Pech, du warst so gut unterwegs, dann leicht der Verbremser. Was war genau los? Ja, also ich war froh, wie ich vorne war. Ich habe mich viel zu gut gefühlt. Ich habe dann auch Problem bekommen im Getriebe, habe sogar schon eine kleine Lücke offen gehabt, konnte den Gang nicht mehr wechseln, muss zweimal von der Strecke runter, fast stehen bleiben, als der Gang wieder reinging, und ja, ist ein bisschen schade, geht mir immer noch ein bisschen auf den Sack, ganz ehrlich gesagt. Was wird jetzt das genaue Ziel bzw. auch die Herausforderung in diesem zweiten Rennen sein? Thema Reifen? Ich mache mir einfach einen geilen Sonntagnachmittag und fertig. Das ist eine klare Aussage. Gut. IDM Superbike Rennen Nummer 2 und die Titelentscheidung in Hockenheim.
Los geht's. Florian Alt, guter Start von der Pole Position, geht in Führung. Der ist schon nicht mehr alleine, denn Pax Patrick Hobelsberger, wir haben ihn gerade kurz im Interview gehört, der will jetzt einfach nochmal zeigen, was er kann. Alt wehrt sich auch gar nicht dagegen, dass jetzt hier mal Pax Patrick Hobelsberger, unser Pechvogel aus dem ersten Lauf, die Führung übernimmt nach der ersten Runde für die Gerd 56 Mannschaft. Toni Finsterbusch vorbei an Bastian Mackels, die zweite Gerd 56 BMW. Doppelführung für Gerd 56 vor dem Titelträger in Spee, wenn alles so bleibt. Patrick Hobelsberger weiterhin souverän an der Spitze des Feldes unterwegs. Vorsprung auf Bastian Mackels, 3,7 Sekunden sogar. Weiter das Duell Finsterbusch gegen Soma. Der hält jetzt also ordentlich dagegen, der Deutsche. Hobelsberger ist vorne weg. Da gehen wir jetzt hier mit Soma mit dem Zweitplatzierten und warten dann halt ab, während Pax Patrick Hobelsberger sein Maiden Victory erledigt. Der Sieger dieses zweiten Rennens nach anfänglichem Pech im ersten, Pax Hobelsberger! Pax Hobelsberger! War halt ultra schade, weil ich bin mir sicher, das erste Rennen hätte ich auch schon gewinnen können, mit Sicherheit. Wie der Toni dann an Hannes den Move gemacht hat, wo ich dann vorbeigehen konnte an beiden auf der Bremse. Das wäre perfekt gewesen, leider. Ich habe Probleme im Getriebe gehabt, irgendwie. Ich weiß nicht warum, das ist zweimal passiert, zweimal an der gleichen Stelle. Wir haben dann lang gerätselt, ob mein Motor da war schon oder nicht. Und ich habe dann gesagt, ja, ich konzentriere mich einfach und schalte langsam runter. Und die Jungs haben den Ölleck repariert, was wir hatten im Ölkühler. Also meiner Meinung nach, Ronny und der Rüdi haben definitiv die richtige Entscheidung getroffen. Erst mal Motor nicht tauschen, habe natürlich immer perfekte Beratung und dann, ja, alle drumherum waren ein bisschen besorgt, dass ich mich unterkriegen lasse oder irgend so einen Scheiß, aber da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Man hat das Gesicht ein bisschen hängen lassen, kurzzeitig, aber in dem Moment, wo ich den Helm aufsetze und Visier runter mache, ist jeder Tag gleich oder jedes Training gleich, ist völlig egal. Ob ich in Spanien bin oder hier bin oder sonst wo. Und hab gewusst, der Start muss passen. Der war, ich glaube, der beste Start meiner Saison. Hab dann mir gedacht, ich muss sofort am Flo vorbei, so schnell wie möglich, weil der haut bestimmt ein bisschen die Bremse rein, weil er nichts riskieren will. Hab das gleich gemacht. Gleichen Move in der vorletzten Kurve, wie 2021 beim Kevin war und beim Ilja im ersten Rennen. Es hat super gepasst, war absolut Weltklasse, dann konnte ich ihn ein bisschen absetzen. Und das Ding ist, wenn ich frei fahren kann, mir keiner im Weg umgeht, ich kann immer mein Pace fahren, ich fahre meine Punkte ab und das ist eigentlich immer fast eine todsichere Sache. Und ja, genauso habe ich gemacht und ich sag mal, der erste Sieg von uns nach 3 Jahren, es gibt so ein nüchterniges Wort, das heißt folgerichtig. Es war an der Zeit. Ich habe noch nie so ein sauber und gut aufgestelltes Team wie das unsere in diesem Jahr gesehen. Diese Struktur, dass jeder seinen Platz gefunden hat, wo er sich am besten einbringen kann, am besten entfalten kann. Die Fahrer, die unterschiedliche Zieldefinitionen und auch Zielansprachen hatten. Das Umfeld, die Rennen, das alles hat wunderbar zusammengepasst. Und jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Films und unseres Interviews. Entwicklung, genau da wollen wir hin. Wir haben alle unsere Saisonziele, wenn auch spät, mit diesem Rennsonntag in Hockenheim erfüllt. Wir haben den ersten Sieg herausgefahren. Fürs Team, für Patrick. Wir haben 10 Podien gefahren. Wir haben alle Fahrer in den Top 10, darunter Toni mit dem 5. Platz, der tolle Ergebnisse herausgefahren hat, der aber unter Wert geschlagen wurde durch die Stürze und durch die technischen Defekte. Wir haben Jan-Uli Jenisch, den wir in den Top 10 gesehen haben, der mit Top 9 abschließt und der mit dem Sensationsergebnis in Assen seine Saison gekrönt hat. Für uns, wenn man seine Ziele definiert und das umsetzt, heißt das, wie geht's weiter? Was passiert mit 2024? Für uns war das die Erkenntnis, wenn man die Ergebnisse dann analysiert und nochmal drauf schaut, mit ein bisschen Abstand vielleicht, dass wir alle zusammen noch besser werden können. Und in dem ersten Satz ist das Wort zusammen mit dem Team, was zusammen bleibt und was die Basis bildet und alle 3 Fahrer, die uns noch ein Jahr begleiten werden. Alle 3 Ergebnisse sind so, dass es noch ein paar Plätze nach vorne geht. Für Pax, für Toni und für Jan-Ole. Es läuft.
Thank you.